So, herzlich willkommen zurück zu Mario Galaxy, ja. Wir machen weiter. Wir haben bereits einiges hier geschärft, ne? Um genau zu sein, alles soweit außer Kometen und dieses eine Wäldchen hier. Wir haben bald 1500, das passt eigentlich. Von daher würde ich sagen, wir machen auch weiter. Ja, warum nicht? Wir plätten Bowser Jr. mal wieder. Es wird mal wieder Zeit, ja. Diese Maschine ist ein Megamurks. What the fuck, einfach nur. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Das war interessant. Ich glaube, das muss ich auch mal auf Risiko machen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, da bin ich immer schon am Anfang gestorben. Sieht kaputt aus! Nee. Das muss so, das sieht richtig aus. Bibba, bibba. Ich will nach Hause. Das ist ein Roboter, stimmt, sieht aus, als könnte er mich wieder anspringen. Bleh. Unser Kapitän ist einfach vorausgelaufen. Ich habe Angst. 5 Meter weiter ist er gelaufen, ey. Leck mich am Arsch. Schön, wie das, wieder was Sternteile im Auge drin sind. Kann ich doch meinen Pointer zugreifen. Nicht gut. Ja. An den Viecher bin ich immer gestorben, glaube ich. Als ich dann quasi versucht habe, den, Risikogummi zu machen. Oh, dann kann ich Glücksspiel machen. Aber ich glaube, darauf verzichte ich gerade einfach mal. Okay. Ich habe es verstanden. Alter! Das war ja fies. Ich muss so ein Ding anlocken. Zack. Ich hasse dich, Mario. Da ist eine Katze, da muss ich erstmal dran hängen bleiben. Och, Mario, ey. Nee, heute sind wir keine Freunde. Ich merke das jetzt schon. Ich habe auch eigentlich gerade gar nicht so Lust aufzunehmen. Und ich tue trotzdem. Nee, jetzt einfach die Sache, dass ich heute viel unterwegs war, ja. Und jetzt auch so ein bisschen kaputt bin. Und eigentlich würde ich gerne ins Bett, aber ich habe es halt schon gestern nicht mehr geschafft, das hier wegen des Streams aufzunehmen. Deswegen muss ich es jetzt machen. So, aber passt schon. So, dann würde ich mal sagen, ich feuere mich da mal voll gegen, wa? Kann sich auch links gegen ballern, aber das hier ist cooler, weil es gibt einen One-Up. Die Boomerang-Brüder. Die gibt es auch nicht häufig. Bei Mario. Ist einfach unten über die Schlucht gefallen. Man kann die Boomerang kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Ich kletter. Boah, Mario! Willst du mich verarschen? Bleib da dran. So, ich bin zu dumm. Deswegen eigentlich nicht, weil hier vielleicht die Kometenmünze irgendwo ist. Ach, kack drauf. Bestimmt ist sie jetzt rechts. Bestimmt sehe ich sie gleich da rechts. Nein, tue ich nicht. Ich meine, bei so einem Boss-Level sollten die auch eigentlich nicht groß versteckt sein, oder? Umpa, umpa, umpa. Kann sonst irgendwo hin, wa? Piu! Bam! Schön, wie ich mit One-Ups vollgepumpt werde. Ah. Auch wenn es einen Scheiß bringt. Wow. Weil, ich mache den jetzt sowieso First Try, ja? So wie man es ja von mir kennt. Meine große Fresse wird noch bestraft. Ich spüre das. Ah, cool. Ich habe alle. So, soll ich mal einfach mal wagen? Ich schaffe es nicht. Der Drang war einfach zu hoch. Ah, das war meine gerechte Strafe, würde ich sagen. Und schön, dass ich das One-Up wieder kriege. Ja, das brauchst du One-Ups gar nicht. Ja, habe ich. Ich habe gelogen. Bing. Oder. Oh!
Ho. Das war gerade ein bisschen geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Wunderbar. Dann nehmen wir nochmal die Gröbsten schnell mit hier, ne? Okay, zack. Ui, blub. Woo. Ganz schön nervig. Ich will doch einfach nur den Boss plätten. Papa hat gesagt, ich soll acht geben, dass dir nicht noch ein großer Stern in die Erde fällt. Höchste Zeit für meine brandneue maliziöse Megamurksmaschine. Maliziös, das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich mache es mir dann mal in meinem Pott. Kock. Pit bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Okay. Freu dich mal nicht so früh, du Assi. Na dann. Ich meine, es ist, glaube ich, klar zu erkennen, was ich hier machen muss. Wieder mal ein bisschen Glas beschädigen, ja. So wie man es ja schon kennt. Oh. Moment. Ah. Der ist jetzt unter Strom. Da muss ich aufpassen. Oh, was? Eieieiei. Ah! Ich hasse dich, Mario. Ich wollte einen, ne? Eine Rückwärtsseite machen. Hä? Ach so, ich bin doof. Habe ich gerade mal so gemerkt. Der Weg ist aber auch weit. Okay, aber durchaus machbar. Also ich weiß, dass ich das halt auch Risiko machen muss. Ich habe einmal Schaden genommen. Das muss ich dann irgendwie verhindern, aber das passt schon. Ah, man fliegt so langsam damit. Der nächste Großstern gehört schon uns. War doch total leicht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, ich kümmere mich jetzt noch um ein paar Kometen und vielleicht auch werde ich mal ein bisschen Geld abheben und werde mal ein bisschen, ne, einen Fettsack füttern. Vielleicht mache ich es einfach. Das ist ja schon einer der letzten Numas. Ach ja, ich freue mich auf den vermutlich Samstag oder Sonntag, an dem ich mich dann wahrscheinlich irgendwann einfach hinsetzen werde und quasi Sternteile farmen darf. Nur bei der fünfte große Stern. Ich habe mir schon gedacht, dass du es schaffen wirst. Vor dir liegt die sechste Welt. Wir können mit noch mehr Widerstand vom riesigen Unhalt rechnen. Krass. Holen wir doch einfach die übrigen Powersterne und retten dir die kostbare Person. Guter Plan, Mann. Nun denn, Steuermann, bist du bereit für den großen Kampf? Yes! Schön, wie einfach dieser Dampf aus Marios Ohren, beziehungsweise aus so kleinen Poren hinter Marios Ohren. Poren, haha, kommt. Oh, jetzt wird's aber abstrakt hier. Ach, du Heilige. Da ist schon mal irgendein komisches Lava-Viech. Wir haben es endlich geschafft. Der Kampf mit dem Unheil steht kurz bevor.
Hm, dann ist es wirklich die letzte Welt wahrscheinlich. Sei wachsam und kümmern besser. Diesmal kommt der von uns nicht davon. Okay. Später. Ich mache jetzt erstmal einen Scheiß, ja? Oh, hier sitzt ein Komet. Oh Gott. Ja, ne? Machen wir. Ich mach mal den hier, weil der Boss war ja eigentlich total easy. Eigentlich. Ne? Bam, 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 bam. Der Sandulm lässt nicht locker. Boah, das Viech ist aber auch hässlich, ne? Das ist der Hammer. Okay, lande ich sogar gleich bei dem Viech. Okay, muss erstmal Feuer an die Kante laufen. Genau, mal erstmal wieder. Bin ich ein bisschen nervös? Merkt man wahrscheinlich selber. Oh mein Gott. Mario, wie läufst du, Alter? Ich hasse dich, Mario. Easy! Gott, ich glaube, ich wäre gerade fast getroffen worden von irgendwas. Oh mein Gott. Ich glaube, es hat man schön gehört, wie ich die ganze diese Wii-Fan hier geschüttet habe. Ich sehe es in der Audiospur. Gott, Panik. Aber war doch easy. Okay, ich geh auf damit. 82. Haben wir schön. Oh mein Gott. Böllerbunker. War Böllerbunker das, was wir eben gemacht haben? Ja, ne? Oh Gott, nein. Nee, nee, den gönn ich mir noch nicht. Unser Sterben ist der Beste. So, der Planet war schon mal richtig easy, ja? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm, dann machen wir noch das, weil dann dürfen wir eigentlich genug Geld für den letzten Scheiß da haben. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hier. Ich kann mich nicht erinnern gerade. Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich habe ich mich schon mal in einer letzten Folge dran erinnert, was da war. Hab's einfach nur wieder vergessen. Allein gegen die frostige Oktu-Armee. Das klingt nach so einem wieder in kürzer Zeit ganz viele Leute töten. Oh ja. Das war da, wo dieser komische Boss war, ne? Na, das wird lustig. Bip, bip. So, bam, bam, bam. Oh. Bam, 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 bam. Sind so viele Sternteile, ne? Das ist echt ein bisschen bitter. Weil ich ganze Dinger aber umfahren muss. Oh, das war vielleicht ein bisschen overpowered, merke ich gerade. Das war mal sowas von easy. Damn, wir wollen ein bisschen weniger Zeit mit einplanen können. Muss ich. Oh, ich wollte gerade sagen, aufpassen, dass ich nicht runterfahre. Oh, geil. Aber nur 49 Sternteile gekriegt. Naja. Was soll's. Hier kann man im Zweifel auch gut Sternteile farmen, ne? Muss man sich ja alles merken hier. Okay, ich glaube, das war jetzt der schnellste Stern, den ich hier bekommen habe. Nicht so wie da neulich in dieser Glaskuppelgalaxie da mit Yoshi über Wasser fahren. Ich glaube, ging noch schneller. Geil. Ich freue mich immer, wenn ich so einen Stern schön schnell geschafft habe. Für meine Sammlung, ja.
So, ich will gerade mal was gucken. Wie viel ich noch auf der Bank habe. Bei Unky Toad. Hey! Bonus. 9. Hey. 400 Euro, das passt ja. Da, dann nehme ich mal 300. Piu. Wir wollen es ja genau haben. Mein Stern ist völlig scheiße. Weil ich verliere irgendwie immer nur Geld. Okay, dann nehmen wir mal an Bord. Ne? On board. Baby on board. Das war von Simpsons, ey. Ein Gummi aus dem Board. Board. Ihr Sohn heißt auch Board. Das war auch von Simpsons. So. La 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 la. Stirb. Langsam füllt sich der Kreis. Drei Verderber. Yeah. Wunderbar, ich sterbe. Bitte erlöse mich. So, was mag sich dort befinden? Oh Gott, das sieht ja schon mal nicht so cool aus. Wenn ich das einfach mal so sagen darf. Sturzfluggalaxie. Ach du Heilige, okay. Klingt bedrohlich. Tukukarambolage. Ah, ich erinnere mich wieder. Oh nein, muss ich wieder mit dem Viech da runter. Mit diesem hässlichen Vogel. Oh ja, genau. Oh, ne. Eieiei. Moin. Bla, bla, bla. Bla. Muss ich bitte wieder ein Rennen gegen die anderen fahren? Mein Kometen. Ah, die Mucke war aber mega geil. Stimmt. Oh, Scheiße. Ich wollte Sternteile sammeln. Bling. Hey. Fuck off, Alter. Das darf ich halt nicht, weil wenn ich das mache, dann mache ich einen Sturzflug. Da bräuchte man jetzt quasi den. Gott, oh Gott. Den zweiten Spieler für. So, ich erinnere mich doch irgendwo. Ah, wahrscheinlich. Das war mega geil. Wahrscheinlich muss ich alle Ringe durch, um irgendwie die Kometenmünze zu kriegen oder so eine Kacke. Die Mucke ist cool. Da muss man auch schnell sein, weil das Ding darunter fällt, ne? Man mag es schon sehen. 4. Das waren scheinbar nicht alle. Zack, 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 zack. Geflogen, geflogen. Nimm den. Du Arschloch. Danke. Dankeschön. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Sternteile abgreifen kann. Blablabam. Da müssen wir mal überlegen. Ich hätte wahrscheinlich durch alle diese Tore durchgemusst, um irgendwas zu machen. Ich weiß noch nicht genau was. Okay. Da würde ich sagen, was ist auch für die Folge? Ich gucke mir mal ganz schnell hier an, ne? Honighüpfergalaxie. Verwundert mich immer noch ein bisschen. Also die ersten drei Welten haben wir jetzt tatsächlich komplett. Welt 4 fehlt eigentlich nur noch, fehlen zwei Schwerkraftparcours, da fehlt irgendwie auch noch, ne? Der Komet. Vielleicht ist das schon da und ich weiß es nicht. Hier wird es langsam auch komplett. Raumwirbelgalaxie, da könnte ich mich eigentlich das nächste Mal drum kümmern, weil das ist ja ein Geheimstern.
Bei Buhu auch, interessant. Bei Sturzflug. Fehlen uns eigentlich immer noch Kometenmünzen? Nee, ne, da haben wir auch bisher alle. Außer jetzt in der Welt, wo ich eben war. Ja. Passt soweit, ne? Dann würde ich sagen, ich kümmere mich im nächsten Part nochmal um hier diese Geheimsterne und so ein bisschen allgemein diese ganze optionale Scheiße, sagen wir mal, bevor wir uns dann in die nächste Welt stürzen. Welche ja bereits die letzte sein wird, vermutlich, bevor es dann an die Grünsterne und so ein Scheiß geht. Ja, ich bin am Mirelle fürs Zusehen, ich habe es gefallen. Obwohl eigentlich, ne, sind das ja... Na, obwohl doch, ich glaube, es kam ja noch hier Bowser und so und da kam ja noch so eine Bonuswelt. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Tschüss.